Hallo, guten Morgen im Norden. Ich bin da wieder ein bisschen laut gewesen, glaube ich. Willkommen zur nächsten Zoo-Visite. Ja, wir sind auch mal wieder zurück im Zoo. Nach den ganzen Planet Coaster-Sachen mit Badge bin ich jetzt wieder im Zoo. Und zwar von Jörg. Einfach Jörg Gaming. Udongo Oasis Zoo. Den hat er mir von einer ganzen Weile schon geschickt. Tut mir leid, dass das immer alles so lange dauert. Aber es sind tatsächlich viele Sachen, die gezeigt werden wollen. Das finde ich auch super. Immer her damit. Es dauert aber ein bisschen. Also, ein Zoo in der afrikanischen Wüste Namibias an der fiktiven Udongo-Oase. Die Zootour wurde mit Pfötchen markiert. Generell kann man aber auch über die Beschilderung den Zoo besuchen. Im Affenhaus gibt es einen Bug bei der Zugangstreppe. Wenn man den Pfötchen folgt, dann lässt sich die Treppenabsatz komischerweise nicht begehen. Da bitte einmal in die freie Kamera wechseln. Und dann das Ganze nochmal auf Englisch. Wunderbar. Da geben wir doch gleich ein Däumchen. Immer ganz wichtig, dass ihr die ganzen Sachen auch tatsächlich liked, damit sie aufsteigen. So, ich versuche nochmal den Ton ein bisschen zu erhöhen. Ich könnte in diese andere Kamera wechseln. So, da sehen wir, der Jörg hat ein bisschen nachgelegt, Parkplätze gebaut in Afrika. Ob die nur wirklich so aussehen, kann ich gar nicht sagen. Okay, wo jetzt die ganzen Gäste weg. Es ist hier auf 1000 Gäste begrenzt, was wahrscheinlich auch ganz gut ist. Hier steht einfach mal ein Holzzaun. Okay. Please follow the footprints. Was ist das? Das ist so eine Busstation. Okay. Ja. Das geht vielleicht ein bisschen anders, aber es ist. Oh, alles okay. Sodele. Da hat er mal die Informationstafeln etwas größer gezogen. Gerade für Leute wie mich, die ihre Brille nie aufsetzen, ist das sehr gut. Da haben wir einen Bus. Draußen haben wir auch schon einen kleinen Stand. Oh, hier. Sehr schön. Das Haltestellenlogo finde ich persönlich total klasse. Ist aber irgendwie das Deutsche. Ich weiß nicht, ob die das in Afrika auch haben. Hinten kann man sich noch ein Eis holen. Vielleicht machen wir das zum Schluss, liebe Kinder. Aber jetzt wollen wir erstmal hinein in den Udongo Safari Park. Nee. So, Udongo Zoo. Oasis Zoo. So heißt es. Mensch, 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 Mensch. Hat schon so viel gelabert. Hier haben wir gleich ein Gehege am Anfang. Boah, und wie viele Schildkröten hier drin sind. Und das Solarpanel mit dem Eingang. Ja, kann man machen. Kann man machen. Sollte auf den Monitoren eigentlich was drauf sein? Gab es dazu? Nein. Da sind Lichter dran. Hier vorne haben wir noch einen Verkaufsstand. Okay. Da gibt es noch ein Eis. Jawohl. Hier kann man sich Geld holen. Auch das ist in Ordnung. Wunderbest. Schöne Hütten. Hast sie selbst gebaut. Die sehen ja richtig geil aus. Hier ist ein kleiner, was auch immer. Cutie. Schön, schön. Hübsch, hässlich. Da ist ein Entrance und da ist ein Entrance. Wir nehmen mal den großen. Sind ja auch große Leute. Und rennen in einer guten Stube hier. Ticket ist gekauft. Regenschirm brauchen wir wohl hier sicherlich nicht. Und hier haben wir auch gleich die Fußabdrücke. Na gut. Da kann man sich schön was zu essen holen. Das ist ja bei Jörg. Da kann man sich. Ja, also, da wird man nie verhungern. Hier gibt es immer Futterplätze. Ohne Ende. Was nicht negativ sein soll. Hier haben wir einen Gecko oder einen Skink. Nicht. Nochmal Geld holen. Nee, brauchen wir nicht.
Wir gehen weiter. Haben wir hier auch ein Gehege drin? Die Erdmänner. Hier sind noch ein paar Automaten. Und hier haben wir die Erdmänner. Ah ja. Schönes Indoor-Gehege. Auch schön mit den Felsen hier drin. In den Felsen. Die Felsen in den Felsen gefallen mir sehr gut. Die Mitarbeiter in den Felsen nicht so. Aber mein Gott. Schönes Gehege. Hier sollen wir reingehen. Okay, machen wir das. Der Weg wechselt die Farbe. Sieht so ein bisschen aus, als hätten die Felsen Pickel gekriegt. Aber gefällt mir. Das wirbelt das alles nochmal so ein bisschen auf, ne? So, der Desert Ring. Oh ja, ich kann mich erinnern. Ne, Gaming Badass war schon in deinem Zoo. Leute erinnern sich. Ach hier, guck mal, das. Das ist auch so ein Problem von. Das ist auch eine Infotafel, okay. Ich dachte, hier wäre die, na, sag schnell. Bild ersetzen, Mulchbereich. Gerade 1 Meter mal 2 Meter. Das glaube ich eher weniger. Ich glaube, hier ist die Tierbaukamera dran. Jetzt habe ich's. Das ist echt so ein Problem bei Planet Zoo, dass sie das nicht anlassen können, wenn man ein Zoo lädt. Das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall sind hier die Erdferklis. Und die finde ich auch total niedlich. Weiß zwar nicht, wie die schmecken, aber die sind niedlich. Niedlich. Okay, jetzt sollen wir hier lang gehen. Und dann sind wir wieder am Eingang wahrscheinlich. Aber hier gibt es, ach, von zwei Seiten. Ja, dieses flackernde Gras hier ist nicht so schön. Vielleicht sehe ich das auch nur. Er schickt uns einmal so an den Desert Ring. Okay. Dann machen wir das. Jetzt hier einmal rüber. Er baut doch gerade einen neuen Zoo oder hat ihn schon längst fertig und kommen jetzt nur die Speedbuilds, weil ich habe ihn schon in der Warteliste. Hier haben wir den Nilwaran. Der hat aber keinen Hunger. Ja, wieso blinkt das denn alles? Wahrscheinlich irgendeine Einstellung, die gerade falsch läuft bei mir. Da, lieber Jörg, könntest du mir mal beantworten, ob der auch schon vorgestellt werden soll oder ob gewartet werden soll, bis die Speedbuilds durch sind. Ja, sieht echt alles ganz schick aus hier. Was ist hier? Kann man da oben auch noch rein? Guck mal, geh mal rein. Ah, cool. Kann man doch hier auch noch mal gucken. Die Häuser sind echt groß. Also echt viel Platz für die Tiere. Finde ich klasse. Also ich fahre immer noch in der freien Kamera. Finde ich eigentlich immer ganz gut. Bin ich auch vom Planet Coaster ja nicht anders gewohnt. Die Gadget Cam kann man ja auch vergessen. So, was haben wir hier Schönes? Sehen tue ich noch nichts. Da hinten ist noch was. Ah, Schakale hier, so Phoenix oder was? Wir locken mal, ja. Oh, schön hier mit ein paar Erhebungen. Was haben wir hier? Nix. Oh, da muss ja auch irgendwas sein. Okay. Werden wir noch herausfinden. Nochmal mehr Phoenix. Weiter auf den gelben Tatzen. Da kommen wir bestimmt zurück. Jetzt sollen wir hier hochgehen? Okay. Dann kann man nochmal bei den Phoenix reingucken? Ach so, das geht hier so unter den Tunnel. Ah, der Onkel hat verstanden. Hier war nix. Alles klar. Das ist ein schönes Tor da hinten, guck mal. Oh, nice. Gefällt mir.
Allgemein ist es eigentlich relativ leise gerade hier, ne? Ich glaube, ich habe hier was Falsches eingestellt. Seht ihr mal. So, wollen wir was hören, ne? So, die Fußtapsen gehen dann hier weiter. Okay. Da haben wir die Wildhunde. Der da mal eben hier was umläuft. Für den Rüpel. Ein Rüpel. Eben eine Spende da lassen, nicht in den Mülleimer werfen und nicht in den Mülleimer spucken. So. Rothunde. Rot oder Wildhunde? Da bin ich mir immer nicht so sicher. Ja, gut, auch ein bisschen spartanisch eingerichtet. Weiß auch nicht. Da hätte ich. Hört man von Jörg ein bisschen mehr. Aber gut. Lassen. So, die gelben Füßchen gehen hier rein. Okay. I think we see the rhino. Oh, da schläft sogar eins. Mal anschleichen hier. Hallo. Aufwachen. Da hinten sind noch kleine. Aufwachen. Wir haben Geld bezahlt. Will er nicht. Er will nicht. Schön. Oh, ist da. Die machen erstmal ein Selfie. Komm, ich laufe erstmal durch euer Selfie. Selfie. Schön. Schön hier. Mach ich doch gleich mal einen Schnappschuss. Finde ich super. Das war eine echt schöne Aussicht. So, da waren wir da anscheinend schon. 9. Die Backstage-Bereiche, wenn man mal so reinluschert, auch schön thematisiert. Ja, da kann er, ne? Das kann er. Hätte ich mich bei den Wänden, vielleicht noch ein bisschen mit den Farben ein bisschen abgewechselt. Oh, das schönes Häuslein. Und da haben wir sie. Richtig viele hier drin. 5 Stück. Mit den Kleinen. Okay. Soll das so? Anscheinend schon. Fliegende Wassersprenger? Ja, warum nicht, ne? So, haben wir bestimmt was Schlangiges. Schnecki. Hier, hier und da. Auch nicht gerade meine Lieblingstiere, aber gut. Der heilige Mistkäfer. Und hier kann man nochmal schön zu den Nashörnern reinschauen. Schweben weiter. Oh, die Klos sind nicht verdeckt. Das kann man nochmal machen, mein Lieber. Klos immer zumachen. Stinkt doch sonst. So, wir gehen hier weiter. Und gehen. Da sind immer die Wildhunde. Gehen jetzt hier rein, das Hippo-Haus. Leider keins drin. Okay. Schade. Auch hier schön thematisiert. Finde ich cute. Und hier kann man aber schön zu den. Also wunderbar gemacht, dass man auch von mehreren Seiten in die Gehege reingucken kann. Das finde ich cute. Oh, die Brücke hätte man noch ein bisschen, ne? Die hätte man noch ein bisschen verkleiden können. Oder hast du das? Du hast die, glaube ich, sogar verkleidet. Sind nicht die Standardstützen. Stimmt. Oh. Dann will ich mal nichts gesagt haben. Genau. Wir sollten sowieso hier drauf. Jetzt haben wir schon mal ein kleines Hippo gesehen. Nun Hippo, kein Hippogreif. Schön. Über dem
Über dem Gehege kann man hier sich alles anschauen. Und die haben schön viel Platz. Und dann gehen die Dicken auch ein bisschen baden. So muss es sein. So will ich das. Ihr freut euch. Feuert sie ruhig an. Sie werden euch trotzdem fressen. So. Es ist ja so, dass in Afrika mehr Menschen durch Hippo-Angriffe sterben als durch Löwenangriffe. Das ist ja Wahnsinn. Wieso blinkt denn bei mir alles? Ihr seht es auch, ne? Ist das eine Grafikeinstellung? Blendet so da irgendwie Probleme? Man weiß es nicht. So, dann, wow. Wir gehen weiter. Wie gesagt, also vielleicht mit den Wänden hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe reingebracht. Die es ja auch durchaus in Afrika auch gibt. Hier sind nochmal die Wildhunde. Ich denke, das gehört noch zu den Hippos. Ah, hier wunderschön die Läden gestaltet. Und da hat er wieder Farbe spielen lassen. Auch schön diesen Zaun hier durchgezogen. Da gibt es natürlich eine Boottour. Was wäre ein Jörg-Zoo ohne Boottour? Geht ja gar nicht. So, Leute, ich muss hier durch. Ich bin wichtig. Wir gehen jetzt zum Monkey Island. Schön mit der Brücke hier, dass man auch so ein paar verschiedene Ebenen hat. Ich glaube, die Bootstour machen wir dann am Schluss. Würde ich mal so tippen. Ach, schön mit den Buchstaben gearbeitet, so ein bisschen in 3D. Gefällt mir. Oder mit den Wellen da drunter. Ja, das hat er gut gemacht. Das gefällt mir. So, dann nehmen wir mal hier hoch. Da guckt schon so ein Mandrill. So ein Mandrill ist auch nicht zu spaßen. Die haben ja Hauer im Mund. Alter Schwede. Da willst du dich nicht mit anlegen. So ein Mandrill. Da läuft einer. Hier ist keiner. Hattest du hierzu auch Speedbuilds gebracht, lieber Jörg? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube nämlich nicht. Aber es hört nicht auf zu blinken bei mir. Mandrills. Im Häuschen waren keine. Na gut, bei dem Wetter wäre ich wahrscheinlich auch draußen. Tü-tü-tü. Chief Beef, kauft euch einen Burger aus ganz leckerem Mandrillfleisch. Nee, also das wäre falsch jetzt. Da sind sie. Mandrills. Im Volksmund auch Rotarsch-Pavian genannt. Hier kann man noch mal schön aufs Wasser schauen. Hier kommt der Zoo so richtig bekannt vor, aber ich habe auch beim Gaming Bear das zugeguckt. Wie gesagt, der macht allerdings Zoo-Touren. Ich mache ja Zoo-Visiten, das ist ja was ganz anderes. Hier das neue Restaurant. Dennis, wir nehmen alles auseinander und sagen auch mal, wenn es nicht passt. Nicht, dass der Gaming Bear das nicht machen würde. Aber wir sind auch ein bisschen kritischer. Wieder ein Solarpanel. Es flackert hier die ganze Zeit. Ich verstehe es nicht. So, was haben wir denn hier? Hier ist auf jeden Fall der Blutkürbis. Lässt ja irgendwie auf Alligatoren oder dergleichen. Oder Krokodile. Leistenkrokodile vielleicht. Ich glaube, die gibt es in Afrika. Alligatoren ist nicht so wirklich. Ich glaube, da sind mehr Krokodile, ne? Ja. Habe ich aufgepasst früher in den Tierdokus, die man so als Kind gesehen hat. Leistenkrokodile am Nil. Warum flackert das hier so? Seht ihr das? Das ist doch schon tot. Braucht nicht mehr zittern. Nun gut. Krokodile. Ein paar haben wir gesehen. Ich denke, die sieht man noch besser von der Bootstour aus. Kommen wir in dieses Gebäude. Ich tippe auf Affen. Monkey Island. Lässt sich auf Affen schließen. Was haben wir denn hier? Sind das Bonobos? Oder Schimpansees? Eine Trauerweide hier drin. Okay. Und ein Coaster? Nein.
Die Stütze sah aus wie vom Coaster. Wollt ihr mich jetzt alle ärgern wahrscheinlich, in euren Zoos? Ich meine, denke, da steht ein Coaster. So, berühmten Jörg Treppenhäuser. Ich bin gespannt, wann endlich das Tutorial dazu rauskommt. Denn, also wenn er eins kann, sind es Treppenhäuser. Und es ist Bonobos. Ja, die Brücke gefällt mir. Die ist ja richtig geil. Schön. Und ach, auf der anderen Seite ist die Schimpansee. Okay, da haben wir gerade den Schimpansen und hier sind die Bonobos. Ich sehe immer nicht so ganz den Unterschied, außer, denke ich, in der Diskussionsform. Die Bonobos diskutieren eher körperlich, die Schimpansen eher verbal, wenn ihr wisst, was ich meine. Meine Nase juckt. Das heißt, heute gibt es noch einen drauf. Ich hoffe nicht. Sodele. Auch hier alles schön gestaltet. Doch. Gefällt mir. Wie gesagt, und dann können hier noch welche frei rumlaufen. Oder vielleicht hier. Das ist vielleicht. Oh, das wäre schlecht, wenn die hier frei rumlaufen. Ich sehe schon. Wir kommen ins Königreich des Gorillas. Aber das ist cool gemacht hier. Den Stäben davor. Aber so richtig Kugler sehen kann man jetzt nicht. Schauen wir mal vielleicht von der anderen Seite. Aber die haben nur ein Häuschen, ne? Kein Außenbereich. Oh, hier ist echt dichter Dschungel hier. Sieht man nichts. Mein Lieber. Dann können wir noch mal ein paar andere Leute sehen. Auch hier steht eine Trauerweide. Warum? So langsam kenne ich mich auch hier mit den Pflanzen aus. Und Trauerweiden, Gorillas. Hab ich so noch nie gesehen. Ist da ein Gorilla? Ja, tatsächlich. Hab zumindest mal einen gesehen. Vielleicht machen die gerade Siesta oder so. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Hier kann man auch nochmal gucken. Sieht mir aus wie Katas oder Waris oder sowas. Ja, sind sie auch. Katas. Ne, der rote Wari ist das. Mensch, was erzähle ich denn? Junge. Ach, hier ist alles drin. Schwarz-weißer Wari, der rote Wari und die Katas. Oder Lemuren genannt. So. Genug geklugscheißert. So, müssen wir wieder zurück hier, wa? Einbahnstraße. Jetzt haben wir rechts raus. Jawoll. Machen wir. Schönes Dach. Schön. Neidlos anerkennen. Das finde ich schön. Das Dach. Hier kann man auch schön auf die Bootstour gucken. Da wird wahrscheinlich wieder irgendwo ein Reptil oder sonstiges im Wege liegen. Das ist ja wirklich ein Nachteil bei diesen ganzen Transportdingern hier bei Planet Zoo. Steht ein Tier im Weg, geht es nicht weiter, dann staut sich alles Mögliche. Hier kann man nochmal gucken. Genau, hier ist das Mischgehege. Lemuren oder Katas. Rote sowie schwarz-weiße Waris. Sehr schön. Das hast du ja im Affen-Contest bei mir auf dem Twitch-Kanal hast du das ja schon wunderbar bewiesen, dass dir das so gut liegt. So, hier kann man nochmal sich die Gorillas betrachten. Ach, schön, in so einer Box. Gorilla-Box. Oh, hier, der Silberrücken. Ich sehe ihn. Er zeigt uns gerade den Hintern. Hat keinen Bock auf uns. Schön gemacht. Auch mit den Jalousien quasi. Dass die Affen nicht reinschauen können, wir aber
oder die Haft nicht raus, wie man auch immer will. Ich finde das schwer zu thematisieren. Klingt jetzt irgendwie erstmal abstrakt, aber Afrika zu thematisieren, finde ich schwierig, tatsächlich. Oh, jetzt sollen wir sogar. Jetzt sollen wir sogar mit dem Boot fahren. Na gut. Irgendwie geht hier aber nichts. Die Warteschlange, naja. Als jahrelanger Planet Coaster-Typ. Wo ist denn? Hast du keinen Bock oder was? Jetzt reparier das doch. Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihr? Meine Finanzen sehen ganz gut aus, sagt er. Er arbeitet oder sie arbeitet für zwei. Okay, überprüft Affeninsel. Macht aber gerade gar nichts, würde ich sagen. Entlassen. Und wir entlassen. Los, tschüss. Steckt irgendwie fest. So. Nehmen wir denn? Wir würden das hier nehmen. Aber es geht ja nicht. Test starten. Ja, alle wild durcheinander hier, die Boote. So, dann mal los. Er fährt aber nicht. Was ist denn da hier los, verdammt? So, bitte. Ja, nehmen wir doch. Nehmen wir. Komm. Du weg. Du zu. Ich weiß nur nicht, ob es das schon war. Der Udongo. Oasis Park. So. Sollte es das schon gewesen sein. Okay, jetzt gleich mal in die andere Station. Nee, stimmt gar nicht. Oder doch? Tatsächlich. Stellt sich hinten an. Hä? Geht das jetzt nur einmal im Kreis hier oder was? Also hier sind wir doch gerade rein. Oder bin ich jetzt deppert? Nee, da kamen wir raus, oder? Okay. Ja, hier sind nochmal Krokodile, wie man hier sieht. Ja, kommt schon wieder die nächste Station. Okay. Jetzt sind immer noch zu den Nilkrokodilen oder zu den Laiskrokodilen, wie gesagt. Das stimmt doch, ne? Next Station. Okay. Jetzt muss er das hier auch reparieren. Ich drehe am Rad. Los, verschwinde. War es denn das schon, oder wie? Was haben wir hier noch? Ah, guck mal, hier ist nämlich noch ein Mischgehege. Sagen. Ja, ein bisschen. Die Krokodile können da nicht rüber? Okay. Mutig. Oder ist es eine Live-Fütterung? Man weiß es nicht. Strauß. Ostrich habe ich ja jetzt gelernt auf Englisch. So, was steht denn jetzt da oben?
Muss mal lesen. Ich habe meine Brille nicht. So. From here again, visitor camp. Alles klar. Wir sind, das ist auch immer so ein Nachteil, ne? Man ist quasi. Ja. War es jetzt hier? Ich glaube ja, ne? Ja. Man ist ja quasi. Was soll ich jetzt sagen? Weitergefahren und trotzdem endet man ja wieder da, wo man eingestiegen ist. Hier haben wir die Safari-Savanne. Ah, let's have a look. Da ist er wieder. Karl Mac Schumacher. Muss ja hier ein bisschen Ordnung machen. So, Ostriche hier, Strauß, Antilope oder Gazelle, Oryx-Antilope. Wir schauen, da ist sogar noch eine Safari, guck mal. Schön, schönes Gehege. Elefantis. Schön, schön, schön. Genau, hier sind auch noch Elefanten. Sehr schön. Wieder ein paar Shops. Kann man wieder essen. Sag ja bei Jörg, verhungert und verdurstet man nicht. Hier ist nochmal ein Zaun. Okay. Da sind Flamingos und Elefanten. Hier mit kleinen Steg und einer Brücke. Giraffen sind da hinten. Kann man ja alle tatsächlich zusammenhalten. Wir sollen hier lang. Okay. Obwohl zwei Ebenen von Wasser. Seht ihr das? Finde ich geil. Das ist ja richtig toll. So. Hier sollen wir lang. Muss man auch noch gucken. So, hier wird es aber schräg. Hier kommen wir, glaube ich, zu den Fantis. Elefanten und Flamingos, jawohl. Diese Bäume sind toll. So, jetzt steigt der Elefant auf die Safari. Und schon ist alles blockiert. Kleiner Backstage-Bereich. Wir sollen ja hier bleiben, okay. Hier oben ist Wasser, ey. Das hast du super gemacht. Das finde ich klasse. So, was haben wir hier? Nochmals Restaurant. Okay. Genau, was haben wir hier schönes? Giraffen, Zebras, Warzenschweine und hier diese Ochsen. Ich habe leider gerade keinen Namen dazu. Schön groß, viele Häuser. Natürlich, er darf nicht fehlen. Der afrikanische Löwe. Westafrikanische Löwe. Er darf nicht fehlen. Es ist ja Afrika. Achso, und jetzt gehen wir hier eine kleine Bühne, eine Vorführung. Okay, da oben auch. Echt? Da oben auch? Da kann man gemütlich sitzen und essen. Okay. Fein, fein. Da waren die Löwen. Ich glaube, auf der Safari sehen wir es gleich nochmal. Schöner Wasserfall. Ach, das, da ist ja Planet Zoo wirklich. Planet Zoo, Planet Coaster so überlegen. So, hier haben wir nochmal Backstage-Bereich. Klasse, wir sind ein bisschen schneller.
Die Elefanten haben sich gern. Sehr schön. Jetzt aber hier rum. Okay. Da sind gleich zwei Mechaniker. Das macht mir aber keinen Mut. Halt. Nicht so schnell, Freunde der Sonne. Hier geht's bestimmt zur Safari. Sagt der dicke Onkel und hat recht. Oh. So, der Planet Coaster Thomas macht jetzt mal die Augen zu. Denn hier sind keine Absperrungen, nichts. Also warum sollte ich mich hier hinstellen, wenn ich auch gleich darüber gehen könnte? Aber gut. Lassen. Wir machen jetzt den Klassiker. So rum oder so rum? Wahrscheinlich eher so rum. Schön über die Steine. Das ist super gemacht. Das finde ich klasse. Hier fliegt eine Box. Warum fliegen sie denn hier? Aber die Kulissen sind wunderschön eingefangen. Da gibt es gar nichts dran zu klingeln. Genau, und jetzt stehen hier nämlich die ganzen Tiere. Guckt euch das an. Sie stehen alle hier. Deswegen geht es auch nicht weiter. Oh, ob das nicht mehr gefährlich ist hier? Wohl. Wir sind schon wieder in der Station. Ich dachte, hier konnte man irgendwo die Löwen sehen. Okay. Kein Wunder, dass es nicht weitergeht. Hä? Zebras? Ach, es ist noch eine andere Station. Es ist tatsächlich noch eine andere Station. Hier ist noch ein, guck mal, hier gibt es noch ein afrikanisches Dörflein und so. Ich wollte schon sagen, war doch so. Genau, hier kann man noch, wunderbar, hier kann man nämlich sehr schön die Löwen sehen. Hier haben wir nämlich noch extra an einem Löwengehege vorbei. Klasse. Ein Badener Elefant, ja voll, die haben richtig Spaß im Wasser, ne? Man meint es gar nicht, wie wichtig das ist, wenn man... Man muss einen Elefanten becken. Also dem muss man Wasser geben. Das mögen die. Das mögen die richtig tolle. Was ist mit ihm hier? Er schläft, glaube ich. Ja, die Häuschen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die gefallen mir nicht so. Auch hier so das Terrainwerk. Könnte besser sein. Denn ich weiß, du kannst es nämlich anders. So, jetzt, ich hätte wahrscheinlich da hinten aussteigen sollen. Dann hätte ich aber nicht alles gesehen. Wir steigen einfach an der anderen Station aus. So. Die nämlich hier wäre. Plopp, sind wir am Boden. Und, ach, hier sind wir wieder am Anfang, ne? Okay, dann war's das wohl. Hier kommen die... Oh, wo kommt, ach ja, okay. Dann kommen hier die roten Fußstapsis. Ja, da sind wir schon wieder am Anfang. Ja, guck. Okay. Gut, Jörki. Schön. Bin ja eigentlich sonst kein Fan von sowas. Aber das ist sehr schön thematisiert. Und Dongo Oasis. Geh nochmal in die Totale und sehen. Viel Wasser tatsächlich für einen afrikanischen Zoo.
Mir hat das sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, hier lieber Jörg. Udongo Oasis. Link packe ich natürlich in die Infobox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt zu einer ganz normalen Zoo-Visite. Und Mittwoch sehen wir ein Getty-Speedbild. Geht weiter. Habe ich schon vorproduziert. Und danach, den Sonntag, sind wir da wieder in einer Parkvisite von Planet Coaster. Cool. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst ein Däumchen da, ein Abo sowieso. Kommentare beantworte ich immer, versuche ich immer schnell und gut zu beantworten. Kritik immer her damit. Mein Name ist Tobias Freaks. Auf Wiedersehen.